Das ist eine gute Frage. Ich weiß eigentlich, das Herausforderungsmodus hast du halt immer noch eine Schwierigkeitsgrad mehr drauf gehabt. Investigation. Investigation. Unter 25, Parabol und entkomme dem Geist. Nein. Das macht doch einfach dreimal Beste. Für die Weekly gibt es einfach das ganze Equipment und 5.000 Dollar beim dritten Mal. Ist wohl normale Schwierigkeit. Aber ich bin der Meinung, Herausforderungsmodi war immer Minimum Albtraum. Also du hast, eigentlich hast du immer irgendeine Einschränkung bei der Herausforderung mit drin gehabt. Ich weiß nicht, Albtraum nur mit Starterausrüstung oder so. Und das ist Horror. Das ist richtig Horror. Das willst du nicht machen. Kommt der Dotzestier hinter mir hergerannt. Sauber. Ist unten im Keller, ne? Ja, aber irgendein, also der Herausforderungsmodus, du hast dann immer noch eine Schwierigkeit. Ich tippe jetzt einfach mal. War auch gerade kurz Dreier Ausschlag. Ich höre schon wieder dein Dings nicht. Du hast so nichts gesagt. Ja, nee, es geht schon wieder nicht. Wir haben den Spiegel in der Garage. Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Hörst du mich denn? Okay, ich glaube, das heißt ja, aber ich höre dich nicht. Kannst du jetzt auch ganz entbrüstet drücken? Das ist wie Fahrradfahren. Man hört, man verlernt es nicht hier. Versteck hinten im linken Schlafzimmer und der Knochen sitzt auf dem Sitzsack. Er liegt. Aber ich habe Fotoapparat dabei, alles gut. Hi. Ja, ich auch. Ja, keine Ahnung, was hier mit dem Walkie-Talkie los ist. Das geht mal. Mal geht, mal geht's nicht, ja. Also ich glaube, er hat zumindest am Auto rumgespielt. Entweder ist er in der Garage. Ich habe mich noch nie so vor einer Kamera erschrocken, wenn man die auspackt. Klick. Gefrier Atem schon? Okay. Gib uns ein Zeichen. Weil hier ist auch noch ein Versteck, ne? Vielleicht nicht die klügste Idee. Ich hab mir voll auf die Wange gebissen. Dieses Fotoapparat, ne? Klack! Schau mal schnell noch Equipment. Sag nichts. Ich hör dich eh nicht. Aktivität gleich 0. Nein, sag nichts, ein Schnipsel. Wir verstehen uns auch so. Kuckuck. Kuckuck. Ich habe tatsächlich gerade okay gesagt. Oh, hier fliegt ein Orb an mir vorbei. Aber der ist gerade so geflogen. Also ich würde es mal mit Vorsicht einloggen. Das ist das Erste, was wir jetzt gefunden haben. Oh. Muss es halt echt platzieren, ne? Also die Temperatur ist bei 5 angekommen, ja. Mit dem Dot-System verstehe ich noch nicht so ganz. Also es muss ja vorhin, muss ja irgendwas mal ausgelöst sein. Also was halt stand, ist, dass die wenig damit interagieren.
Genau, also im Grunde genommen ist es einfach so, dass sie nach wie vor einfach noch da durchlaufen. Also du hast diese Silhouette, die dir mitunter entgegen rankommt. Wir haben eine Temperatur bei 0. Wird Also immer wenn es noch immer Minus ist, geht müssen. es sogar noch da drunter. Das scheint ja schon als Gefriertemperatur zu zählen mittlerweile, ne? Oder bei 0 angekommen bist. Keine Ahnung. Ich habe es mal nicht als 0 angenommen und dann war es plötzlich doch anscheinend Gefriertemperatur. So ein bisschen komisch. So. Ich habe jetzt sonst nichts mehr in der Hand. Ja, Gib ich uns auch ein nicht. Zeichen, wo bist du? Achso, die Aktivität war übrigens gerade beim Einschlafen, ja? Sag mal, Hund. Ich hab dich noch so halb verstanden. Ich glaube, du meintest, es ist eine Shade, ja? Also, wenn wir Geisterorb und Gefriertemperatur einloggen, dann können wir keine Shade mehr haben. Revenant, Yuraya, Hantu, Onryo. Und? Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Also, kannst du die Geisterbox noch mitbringen? Glaube, das heißt ja. Was war das denn für ein Orb? Muss man dann jetzt mit den Kruzifixen vorsichtig umgehen oder was? Musst du vorsichtig hinlegen, ja. Nicht schmeißen. Nee, ich meine, sparsam oder so. Bist du hier? Wie Ich alt gehe mal bist du? raus. Was willst du? Bist du hier? Wie alt bist du? Oh, es reagiert nicht. Also grundsätzlich, Warte kurz, muss warte mal. kurz. Sie liegt da beim links vom Dutz. Wo bist du? Close to busting. Okay, schrei mich halt Was? an. Close your fucking. Close your busting oder so. Okay. Okay, dann ist es ein Onryo, wenn es Geisterorb, Gefriertemperatur und Geisterbox sind. Also wenn sie gerade hier ist, dann hat sie keinen Bock. Halt ist bei 0, also. Wieso war ich mir jetzt sicher, dass das ein Event ist? Ja, ich mir auch. Komplett. Hast du dir jetzt in die Hose gemacht oder was? Wenn die jetzt so am Lachen sind. Oh, schön, wir müssen ein Parabolmikrofon. Also ich glaube, dass es dann Onryo ist. Also Gefriertemperatur, wir haben 0 Grad. Ich habe einen Orb Also da liegen gesehen. jetzt übrigens zwei Kruzifixe, ja. Eins vor der Tür und eins. Oh. Ui. Schnipsel, der hat ja Bock auf dich. Ich würde gerne das Salz noch Aber. hinschmeißen. Was haben wir denn hier eigentlich? 25% und Ja, ich Parabol? gehe ja schon. Ich gehe ja schon rein. Ich habe wieder das Phänomen, dass ich irgendwo meine Taschenlampe hingeschmissen habe. Nein! Ich dachte, ich kann ihn looten, so ein Arschloch. Oh. I believe I can fly. Er googelt ganz schön, der Kollege.
Nala, wunderschönen guten Abend. Du bist tot, nicht nur ich. Okay, lass uns einfach mal. Was, eine Mare? Eine Mare. Wie? Okay.